1524 kam ich nach langer Wanderung auf den Ehrenbreitstein. Auf der Suche nach Arbeit. Ich war Söldner. Ein parteiloser, professioneller Krieger, den man für eine gewisse Zeit lang mieten konnte. Ein Berufskiller. Für uns ging es nur um den Sold. Entweder er stimmte und wurde rechtzeitig bezahlt, oder wir wechselten die Seiten. Die Musterung fand hier in diesem Graben statt. Unter strömendem Regen. Um mich herum 300 frierende bis auf die Haut durchnässte Kandidaten. Es herrschte eine gewisse Spannung, denn die Ablehnung bedeutete, nichts zu fressen. Am 14. Juli 1789 stürmte das Pariser Volk die Bastille. Den Tag werde ich nie vergessen. Ich hatte mich nämlich gerade mit meinem Mädchen verkracht und war dabei, mich gründlichst zu besaufen. Irgendwann kam ein Uniformierter dazu. Eigentlich ein ganz netter Kerl. Hat gute Witze erzählt und ständig den Schnaps nachgegossen. Am nächsten Morgen wachte ich in einem Straßengraben auf. Mit einem Zettel an der Jacke. Das war ein Soldatenvertrag. Über 8 Jahre. Immer wieder las ich den Vertrag, nur ich konnte mich an nichts erinnern. Ich rannte zur Festung und meldete mich bei einem Major. Aber der brüllte mich nur an, jetzt gelte es zu gehorchen und stolz zu sein, auf der mächtigsten Festung im ganzen Land dienen zu dürfen. ...1941 diente ich hier auf der Festung. Wir waren eine kleine Flakabteilung mit 3 Geschützen und einem Scheinwerferzug. In den ersten Monaten blieb der Himmel leer. Der Feind bombardierte ja hauptsächlich die Industriegebiete. Wir verbrachten unsere Freizeit in der Festungsschenke und aßen Champignons, die der Pächter hier in den Kasematten züchtete. Erst im April 1942 fielen wieder Bomben auf Koblenz. 11 Menschen starben. Die ersten Bombenopfer